Kirche hat einen Kern, unsere Liebe kriegt nur einen Stern. Merci, der Sex war doch gut. Annette Louisanne probt für das Konzert im NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Rund 100 Zuschauer und Hörer haben dafür Karten gewonnen. Auch für Louisanne hat dieser intime Rahmen seinen Reiz. Es ist was anderes und es kann beides schön sein. Also eine riesige Masse Menschen und da, ich finde es so intimer, der Dialog ist intensiver. Und ich singe ja Geschichten und wenn ich die Gesichter sehen kann, wenn die so nah dran sind, dann kann ich eigentlich fast besser erzählen, ja. In ihren Texten erzählt Louisanne aus dem Leben, von Trauer, Ekstase, Verrat und kurzen Liebschaften. Vor allem dafür lieben sie ihre Fans. Die NDR-Bühne ist für Louisanne nicht neu. 2019 hat sie hier schon ein Radiokonzert gespielt. Für mich ist meine Arbeit eigentlich immer menschenbezogen. Wenn ich irgendwo wiederkomme oder zum ersten Mal bin, und dann fühle ich mich einfach immer mit den Menschen wohl oder nicht wohl. Und hier habe ich einfach gute Erinnerungen. Bekannt geworden ist Louisanne bereits mit 19 Jahren, mit dem Popsong Das Spiel. Ich tu doch nichts. Fast 20 Jahre später hat sie nichts von ihrem Charme verloren und mit Baby Blue im Februar ihr 10. Album veröffentlicht. Ihre Songs, nach wie vor mit einer autobiografischen Note, sind immer noch frech, witzig und publikumsnah, aber reifer geworden. Statt Pop singt Louisanne seit einigen Jahren Chansons. Man sitzt noch vom Café Paris. Dieses Album hätte ich nicht mit 26 machen können. Ganz sicher nicht, aber das ist auch gut so. Wir gehen alle durch Phasen und ich kann mich durch meine Musik, in meiner Musik ausdrücken. Und das sind andere Themen, die mich interessieren. Und deshalb wird es für mich natürlich nicht langweilig und hoffe für die Leute auch nicht. Aus den Augen, aus dem Sinn, darin liegt die Magie. Auf der einen Seite rein, auf der anderen wieder raus. Das ist die fabelhafte Welt der Amnesie. Du hast dich nicht verwählt, ich habe nur mein Herz, mein Telefon und mein PC vernetzt. Wenn du mir sagen willst, dass du jetzt um mich weinst, drück die Eins. Auch die Interaktion mit dem Publikum und wie hier mit unserem Moderator Stefan Kuhner ist Louisanne wichtig. Als hätten wir es geplant, oder? Ich tu doch nichts. Ah. Das war super mäßig, war wirklich ein sehr erfolgreiches Konzert gewesen. War richtig schön auf die Stelle hier zu sein. Man hat alte Erinnerungen wieder herausgefunden, wieder so ein bisschen. Das war sehr schön. Die Karten für Hamburg haben wir schon gebucht. Soeben. Ja, also wir sind total begeistert. Wir waren es vorher schon und jetzt noch mehr. Es war ein super Konzert. So nah und toll. Das ist wirklich schön. Ja. Es war wunderbar mit euch. Dankeschön. Alles Liebe. Es war toll. Hat sich super schön angefühlt. Die alten Lieder klangen wie neue und die neuen haben sich wie die alten angefühlt. Also es hat sich so ineinander gegriffen lassen. Natürlich fühle ich mich schön, weil ich mittlerweile so ein großes Repertoire habe. Insgesamt also ein gelungenes Konzert.